Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute machen wir wieder unser Kalender auf. Wir haben heute die zweite Tür, das heißt der 22.12. haben wir heute. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Shop und gucken mal, was wir heute so erhalten. Nicht vergessen, jedes Türchen ist immer nur an den Tag erhältlich, wo es auch rauskommt, weil am nächsten Tag kriegst du das Ganze nicht mehr. Am vorigen Tag hatten wir ein kleines Minispiel bekommen, am 21. Wenn du nicht dich da eingeloggt hast, dann guck dir einfach mal am Ende der Folge, verlinke ich dir das Video, was du dir entgegenlassen hast. Also jeden Tag sich einloggen lohnt sich, denn heute gibt es eine komplette Survival-Welt, die du einfach mal erkunden kannst, wo mehrere Städte gibt und wo man einige Spielstunden schon reinstecken kann. Unten kannst du wie immer bewerten. Ich fand einfach mal, es ist für mich 3 Sterne wert, weil es einfach nur eine Welt ist, die man erkunden kann. Und am Meer bietet sie nicht, na gut, eine tolle Landschaft, wo man selber auch noch coole Sachen bauen kann. Aber ansonsten ist der Spielspaß da ein bisschen gering. Trotz alledem hält es uns nicht ab, diese Map uns trotzdem runterzuladen und uns einmal kurz anzugucken. Und wir spawnen ja auf einen schönen Marktplatz, wo in der Mitte ein riesiger Tannenbaum steht. Und das Ganze, muss ich wirklich sagen, sehr hervorhebt. Die Map ist sehr schön gestaltet, nicht nur von den Gebäuden her, die alle natürlich auch eingerichtet sind und die ihr natürlich einmal alle erkunden könnt. Nicht so wie ich, der hier einen sich mal schnell creative macht und überall mal lang fliegt, sondern einfach mal schön gelassen mit vielleicht ein paar Freunden sich das Ganze mal ein bisschen mehr anguckt. Und wer darauf nicht steht, kann natürlich auch hier überall seine eigenen Häuser hinbauen. Denn ich muss sagen, die Map ist sehr schön gestaltet mit Wäldern, mit Bergen, mit Höhlen, mit Tälern und all Pipapo haben sie hier echt viel Mühe gemacht, sich die Map zu gestalten. Besonders der Wald hat mich sehr viel interessiert. Sehr interessiert, denn der ist sehr schön gestaltet worden. Solche Wälder hätte ich gerne auch in Minecraft an sich, denn wenn man sich die mal hier kurz ein bisschen genauer ansieht, sehen sie sehr schön aus. So, ich würde sagen, ich lasse dir ein paar Einblicke in die Map rein, ansonsten lade sie dir selber runter und da guckst du ein bisschen genauer, denn alles zu zeigen kriege ich nicht hin, aber die schönsten Einblicke, die will ich dir jetzt zeigen. So, ich hoffe, der kurze Einblick in diese Map hat dir gefallen. Ansonsten, ich habe dir nicht alles gezeigt. Also, wenn du so einige Secrets noch sehen willst oder finden willst, dann lad sie dir einfach runter, denn es ist heute nur noch möglich. Also, Minecraft starten und Spiel runter, Nuckeln hier. Alles kostenlos heute, denn es ist ja Teil des Kalenders. Und morgen kommt schon die nächste Folge, also bleib gespannt, was wohl sich in deinem nächsten Türchen wettet. Wir haben ja zuerst einen Spielmodus bekommen, jetzt eine komplett Survival-Welt, was als nächstes bekommt. Wir dürfen gespannt sein. Ich hoffe, es kommt noch ein schönes Texturpaket, aber wir haben ja noch ein Türchen vor uns. So, ansonsten war es das Ganze hier von mir. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Türchen. Also, tschüss!